Mein Name ist Thomas Gebauer, ich bin der Sprecher der Stiftung Medico und ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ja, es sind bewegte Zeiten, es ist einiges los, es tut sich was. Am letzten Freitag, Freitag von der Woche, waren 1,4 Millionen Menschen in Deutschland auf der Straße, um für den Klimaschutz zu protestieren. Hier in Frankfurt waren es 25.000, was eine große Zahl für diese Stadt ist. Und die dabei gewesen sind, die werden vielleicht auch ein bisschen was von der Stimmung gespürt haben, die den Protest begleitete. Es war etwas von dieser Public Happiness zu spüren, die eigentlich gebraucht wird, wenn die Rettung der Zukunft oder die Rückeroberung der Zukunft tatsächlich gelingen soll. Eine Public Happiness, die mitreißt, die etwas ist, was nicht einfach nur einmal existiert. Solche Streiktage zeigen dann, dass allen Trams oder SUVs oder Umweltplünderungen zum Trotz das andere durchaus gelingen kann. Das ist etwas, was wir hier auch mit dem utopischen Raum befördern wollen. Und wenn es dann etwas spontaner zugeht, wir waren jetzt nicht ganz sicher, wie viele Leute kommen werden. Wir mussten ein paar rüberschicken in die Romanfabrik, einen sogenannten Overflow Room dann dazu nehmen, um Leuten die Möglichkeit zu geben, dann wenigstens mit Bild und Ton dabei zu sein. Dann liegt es in der Natur der Sache und ich glaube, wir sollten uns darauf einlassen. Ich habe in dem Ankündigungstext für die Frankfurter Rundschau ein bisschen salopp geschrieben, dass die Sache ja eigentlich ganz einfach ist. Ja, wenn wir die Ressourcen, den Reichtum der Welt, den es gibt, den es längst gibt, gerechter verteilen würden, nutzen würden, müsste niemand mehr hungern, müsste niemand mehr in Armut leben und könnten die Menschenrechte längst für alle verwirklicht sein. Nicht nur hierzulande, sondern überall auf der Welt. Die Befreiung aus Not und Notwendigkeit, das Reich der Freiheit sozusagen, müsste nicht länger in eine ferne Zukunft vertagt werden. Es mangelt nicht an den Ressourcen und es mangelt auch nicht an dem Wissen, um allen ein würdiges Leben zu ermöglichen. Es mangelt ja einzig nur, und jetzt kommt die große Frage, an was eigentlich mangelt es? Ist es nur der fehlende Willen der politisch Verantwortlichen, die falsche Politik, oder sind es die herrschenden Machtverhältnisse, die solche Politik dann durchsetzen und auf systematische Ausgrenzung und Ungleichheit setzen? Ist es der global entfesselte Kapitalismus, dessen Zwang zum Wachstum und Rendite die sozial-ökologische Verwüstung antreibt? Viele der Gründe, die dafür verantwortlich sind, dass der reale Grad an Bedürfnisbefriedigung unter das herabgesetzt ist, was eigentlich möglich wäre. Und so hat Johann Galtung von den 60er Jahren schon die strukturelle Gewalt definiert. Viele Gründe dafür sind seit langem bekannt. Und dennoch ist damit nicht alles erklärt und alles gefasst. Und es gibt noch einen weiteren Grund, den wir nicht immer im Blick haben. Und der wird ein wenig deutlich in dieser merkwürdigen Tatsache, dass auch dort, der Traum vom besseren Leben verwirklicht zu sein scheint, die Menschen dennoch nicht so richtig froh damit werden. Die bloße Verfügbarkeit über Konsumgüter, seien es jetzt ausreichendes Essen oder schicke Klamotten oder Urlaubsreisen oder Fernsehshows oder Autos, all das jedenfalls begründet noch kein gelingendes Leben. Die Antworten, die der Kapitalismus auf den Wunsch nach Freiheit bereithält, sind ebenso banal wie verführerisch. Sie nähren eine individualistische Utopie einer Lebensweise, die Glück an ein beständiges Verlangen nach mehr knüpft. Ein schales Glück, das auf Dauer nur auf Kosten anderer und der Umwelt realisiert werden kann. Wir sind alle auf vielfältige Weise in diese Art von Leben, in diese Lebensweise verstrickt. Manche spüren das, die besser Informierten wissen auch darum, andere können es sogar in Zahlen fassen. Gegenwärtig, so sagen es Umweltforscher, soll die Weltbevölkerung etwa anderthalbmal so viel an Ressourcen verbrauchen, wie diese Erde hergibt. Wir in Deutschland sollen dreimal so viel verbrauchen und wenn alle das täten wie wir, dann bräuchte man also drei Planeten. Das, was wir zu viel verbrauchen, fehlt anderen, die mit vollem Recht auch teilhaben wollen, auch an diesem Wohlstand teilhaben wollen, an einer Produktions- und Lebensweise, die Wohlstand verspricht, auch wenn sie den Zerstörungsprozess dann nur weiter vorantreiben wird. Es ist gut und richtig, dass inzwischen auch Politikerinnen und Politiker
sich um den Zustand des Planeten Sorgen machen. Aber das, was das Klimakabinett dann letzte Woche zustande gebracht hat, ist allerdings nicht mehr als Flickschusterei, der Versuch einer Quadratur des Kreises. Ja, Maßnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes sind gewiss wichtig, aber solange die Rahmenbedingungen unverändert bleiben, die diesen CO2-Ausstoß immer weiter vorantreiben, wird sich die sozial-ökologische Verwüstung der Welt nicht aufhalten lassen. Jedes Weiter-so führt nur weiter in die Krise, tiefer in die Krise. Und die Absurdität der Lage kommt dann darin zum Ausdruck, dass sich, so heißt es, eine Mehrheit der Leute inzwischen eher den Untergang der Welt vorstellen kann als das Ende des Kapitalismus. Wie Mehltau hat sich der im neoliberalen Diskurs gepflegte oder gepredigte Mythos der Alternativlosigkeit auf das öffentliche Bewusstsein gelegt. Es wuchern Dystopien und die Fähigkeit, Zukunftsbilder zu entwerfen und sich die Welt auch anders denken zu können, schwindet. Und eben hierin liegt meines Erachtens der Schlüssel für Veränderungen. Wenn die Rettung der Welt noch eine Chance haben soll, dann bedarf es zuallererst der Rückgewinnung der Gewissheit, dass es auch anders geht. Der Schriftsteller und Psychoanalytiker Paul Parin, der der Gründung der Stiftung Medico tatkräftig zur Seite stand, hat uns das seinerzeit schon mit auf den Weg gegeben. Kurz vor seinem Tod sagte er, wenn es euch gelingt, deutlich zu machen, dass es anders geht, dann habt ihr schon viel erreicht. Und darum dreht sich auch dieser utopische Raum, den wir heute hier eröffnen wollen in Frankfurt und der auch Entsprechungen hat in Österreich, in der Schweiz. Es sind andere Orte in Europa und in der Welt, die sich mit diesen Fragen beschäftigen und die untereinander vernetzt auch sind und sich gegenseitig befruchten und austauschen. Es geht um Inspirationen für emanzipatorisches Denken und Handeln, um die Schaffung eines Forums für Ideen, das es andere bereits aufscheinen lässt, und zwar nicht als bloßes Wunschdenken, sondern als eine konkrete Möglichkeit. Ja, Utopien können illusionär sein, aber sie können auch Alternativen beschreiben, die nur darauf warten, verwirklicht zu werden. Die Älteren unter uns, die werden sich vielleicht an den Satz des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt erinnern. Der sagte seinerzeit, wer Visionen hat, solle zum Arzt gehen. Wie gewaltig er sich damals oder sich irrte, das kann man heute beobachten, wenn man die Welt anschaut. Die Schrecken, die der Realismus der Pragmatiker angerichtet hat, sind heute überall zu sehen. Im Klimawandel, in der wachsenden sozialen Verunsicherung, in den eskalierenden Gewaltverhältnissen. Und alles das macht deutlich, dass eigentlich heute nur noch das von Idealen getragene Drängen auf Veränderung der einzige Realismus ist. Politik sei das, was möglich ist, soll Frau Merkel, jetzt Otto von Bismarck zitiert haben, zum Klimapaket gesagt haben. Wir könnten ihr auch zurufen, jetzt Che Guevara zitierend, seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche. Wenn die Welt in Flammen steht, dann ist es nicht länger hinzunehmen, dass notwendige Lösungen nur deshalb scheitern, weil für sie angeblich kein Geld zur Verfügung stünde. Der mitreißende Erfolg der Fridays for Future-Bewegung zeigt, wie groß das Bedürfnis nach Veränderung ist. Zu Recht wollen sie sich nicht mehr mit dem Verweis auf Sachzwänge abspeisen lassen. Und was spricht denn eigentlich gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen? Was gegen die Lockerung des Arbeitszwanges mit Blick auf den voranschreitenden Prozess der Automatisierung? Was gegen die überfällige Einführung des Nulltarifs im öffentlichen Nahverkehr? Was spricht gegen die Überführung des Grundbesitzes in Gemeineigentum, wie es Artikel 15 des Grundgesetzes explizit als Möglichkeit aufführt, um zum Beispiel der außer Kontrolle geratenen Wohnungssituation das Wohnungswesen wieder in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen? Was gegen eine Bürgerversicherung, eine globale Bürgerversicherung, die vom Prinzip der Solidarität getragen ist und dafür sorgt, dass alle Menschen an allen Orten der Welt Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung bekommen? Was gegen eine Lebensweise, die nicht von Konkurrenz, Verwertbarkeit und Gier getragen wird, sondern von der Sorge um andere? Die Welt ist groß und Rettung lauert überall, sagt der Schriftsteller Ilja Trojanow, der auch hier ist und gleich zu uns sprechen wird. Tatsächlich gibt es längst mehr Alternativen, als die meisten von uns wahrnehmen. Utopisches Denken muss sich nicht auf schwärmerisches Ausmalen von Traumwelten beschränken. Davor hat
Theodor W. Adorno zu Recht gewarnt. Utopie, die sich nicht auf eine radikale Kritik an den Verhältnissen stützt, so Adorno, laufe Gefahr, zu einem harmlosen Spaß zu werden. Es gibt ein wunderbares Gespräch zwischen Adorno und Ernst Bloch, die beide 1964 im Südwestfunk über die Möglichkeiten der Utopie damals also gesprochen haben. Sie können es nachhören im Internet, es ist richtig toll. Darin sind sich die beiden viel näher, als man vermuten könnte. Blochs Drängen auf eine konkrete Utopie, die er als das herantastende Verwirklichen des Zukünftigen betrachtet hat, lautet bei Adorno, dass Kritik an den Verhältnissen schlusslos bleibt, wenn sie nicht von dem transzendierenden Moment der Utopie getragen wird. In dem Gespräch mit Bloch gibt Adorno dann auch etwas von seinen utopischen Fantasien preis, ganz selten. Er erzählt von dem Niemandsland, das zwischen zwei Ortschaften existiert. Sie kennen das, Sie verlassen den einen Ort und da steht das Stadtschild mit dem Balken und man ist dann irgendwo unterwegs und irgendwann kommt das nächste Stadtschild, Ortsschild. Und diesen Zwischenraum, den betrachtete Adorno als etwas, was erahnen lässt, was es bedeuten könnte, nicht einer Verwaltungsmacht untergeordnet zu sein, so etwas wie völlige Bewegungsfreiheit zu genießen. An solchen Alltagsutopien, an solchen Erfahrungen und Empfindungen, die wir alle irgendwo aus unserer eigenen Lebenswelt kennen, da kann emanzipatorisches Denken anknüpfen. Sie verweisen auf grundlegende Prinzipien eines möglichen anderen, auf Möglichkeiten, die sein können, wenn wir etwas dafür tun. Und dazu will dieser utopische Raum beitragen. Es geht, und das werden wir sicher feststellen, auch anders. Vielen Dank. Bevor ich nun gleich in das Programm einführen werde, was wir heute und morgen dann haben werden, wird nun Julius Reinsberg zu uns sprechen. Er ist Referent im Dezernat für Kultur und Wissenschaft und spricht anstelle von Ina Hartwig, die sich entschuldigen lässt. Die Kulturdezernentin ist aufgrund einer anderen Verpflichtung verhindert. Sie kann nicht kommen und ich bin geneigt darin, nicht eine politische Floskel, eine übliche der Floskeln zu sehen, sondern etwas wirklich Ernsthaftes, weil ich habe verfolgt, wie das Kulturamt und wie Frau Hartwig in den letzten Wochen und Monaten in der Vorbereitung zu diesem Ereignis immer deutlich gemacht hat, wie wichtig ihr auch dieser utopische Raum in Frankfurt ist, als ein Teil von einer Kulturpolitik, die versucht, an der kritischen Tradition Frankfurts anzuknüpfen. Und das zeigt sich auch in der großzügigen Unterstützung des Kulturamtes hier für diese Veranstaltung, für die ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken will. Herr Reinsberg, nun sind Sie dran. Ja, ich darf Ihnen die Grüße zumindest von der Kulturdezernentin überbringen. Die ist wirklich, Herr Gebauer, Sie haben es auf den Punkt gebracht, sehr bedauert, dass sie heute nicht dabei sein kann, die sich sehr gefreut hatte auf den heutigen Termin. Es würde auch sehr gut in die aktuellen Aktivitäten des Kulturdezernats passen. Vielleicht war der eine oder andere von Ihnen ja bei der Veranstaltung zum 50. Todestag von Adorno vor einigen Wochen. Da hätte der heutige Termin sicher gut angeknüpft, aber leider ist die Dezernentin nicht in Frankfurt, hat einen auswärtigen Termin, der sich kurzfristig ergeben hat, den sie jetzt auch nicht verschieben konnte. Und von daher werde ich Sie heute vertreten, Ihr Grußwort vorlesen. Also alles, was ich sage, sage nicht ich, sondern Frau Hartwig. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, sich jetzt vorzustellen, aber ich denke, bei dem Thema, was wir hier haben, werde ich genug Abstraktionsvermögen Ihrerseits voraussetzen können. Also, sehr geehrte Damen und Herren, es mag widersinnig klingen, aber Utopie hat in Frankfurt Tradition. Unsere Stadt rühmt sich nicht zu Unrecht ihrer Weltoffenheit und Toleranz, die seit Jahrhunderten eine anregende Atmosphäre für neue, revolutionäre und utopische Ideen bietet. Denkverbote sind Frankfurt fremd.
Dabei beschränkte sich die Stadt historisch nicht nur auf die Theorie, sondern bot auch immer ein praktisches Experimentierfeld. Ich möchte in diesem Zusammenhang einen Teil der Stadtgeschichte hervorheben, der besonders in diesem Jahr, dem 100. Jubiläumsjahr des Bauhaus, besondere Aktualität besitzt. So initiierte die Stadt in den 1920er Jahren unter der programmatischen Chiffre »Das neue Frankfurt« ein allumfassendes Reformprogramm, das weltweit Schlagzeilen machte. 2019 war es Thema von drei großen Sonderausstellungen im Deutschen Architekturmuseum, dem Museum Angewandte Kunst und dem Historischen Museum Frankfurt. Kern der umfassenden Stadterneuerung war ein groß angelegtes soziales Wohnungsbauprogramm, das der liberale Oberbürgermeister Ludwig Landmann im Jahr 1925 in enger Zusammenarbeit mit seinem Stadtbaurat Ernst May auf den Weg brachte. Es bereicherte die Stadt in nur 5 Jahren um 15.000 Wohnungen und eine Vielzahl bemerkenswerter Beispiele moderner Architektur. Die meisten haben den Krieg unbeschadet überdauert und prägen die Stadt bis heute. Wenn in jenen Jahren des epochalen Wandels das Bauhaus die Akademie der Moderne gewesen ist, dann war das neue Frankfurt die Baustelle. Doch das Projekt erschöpfte sich nicht nur in Architektur. Seine Vertreterinnen und Vertreter leisteten Pionierarbeit auf verschiedensten Gebieten. Ob Produkt- oder Grafikdesign, ob Musik oder darstellende Kunst, ob Literatur, Radio oder bildende Kunst, die tiefgreifende Reformbewegung durchdrang alle Lebensbereiche der damaligen Stadtgesellschaft. Und sie strahlte weit darüber hinaus. Kreative Menschen aus ganz Europa begeisterten sich für die Großstadtkultur und machten Frankfurt zu ihrem Lebensmittelpunkt, um aktiv daran teilzuhaben. Einer der Hotspots dieser Jahre war natürlich das Institut für Sozialforschung, das mit neuartigen wissenschaftlichen Methoden Maßstäbe setzte und weit über die Stadt hinaus Rezeption fand. Auch wenn die Akteure des Instituts keinen direkten Bezug zu den Architekten um Ernst May, zu den Akteuren des neuen Frankfurt hatten, waren sie doch ein entscheidender Aspekt des allumfassenden Reformgedankens, der die spezifische Frankfurter Moderne ausmacht. Mit der Frankfurter Schule wirkten sie am nachhaltigsten und vermochten es, in der Emigration weiterzuarbeiten und auch der Bundesrepublik ihren Stempel aufzudrücken. Das Ziel des neuen Frankfurt war nicht weniger als der neue Mensch, jene so oft beschworene Hauptfigur zahlreicher Utopien des 20. Jahrhunderts. Ernst May und seine Kollegen schnitten die moderne Großstadt auf diesen archetypischen Bewohner zu, antizipierten seinen Alltag und machten die neuesten architektonischen Innovationen massentauglich. Bis zu diesem Punkt unterscheidet sich das neue Frankfurt noch nicht von den aufoktroyierten moderne Visionen, die zeitgleich viele Städte in aller Welt veränderten oder verändern wollten. Das Bemerkenswerte an der Neufrankfurter Utopie ist ihr enger Bezug zu den damaligen Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt, die noch lange keine neuen Menschen im Sinne des Programms waren und großteils auch nicht vorhatten, etwas daran zu verändern. Landmann, May und ihre Kollegen vertraten ihr Programm offensiv und stellten es in der Stadt zur Diskussion. Sie luden die Bevölkerung zu zahllosen Vorträgen, bedienten sich des jungen Mediums Rundfunk und überzeugten mit Ausstellungen und Messen von ihren Planungsansätzen. In der Frankfurter Tagespresse fanden sich unzählige Artikel und Aufsätze zu den städtischen Reform- und Bauprojekten, oftmals sehr kontrovers diskutiert. Als sogar das Stadtwappen im Stile der neuen Sachlichkeit überarbeitet wurde, der legendäre Leistikow-Adler, gingen viele Bürgerinnen und Bürger auf die Barrikaden und überschütteten May und den Magistrat mit Schmähbriefen. Heute würde man wohl von einem Shitstorm sprechen. Der entscheidende Punkt aber ist, dass das neue Frankfurt Stadtgespräch war. Es polarisierte und forderte die Menschen durch alle Schichten hindurch zur Stellungnahme auf. Trotz der sehr radikalen Ansätze
folgte es stets den demokratischen Spielregeln der Stadtverwaltung. Ernst May agierte nicht nur als Architekt und Städtebauer, sondern auch als Planungsdezernent, der die Stadtverordneten im Römer mit Leidenschaft und Verhandlungsgeschick von seinen Plänen überzeugte. Ohne die Unterstützung der Koalition aus Liberalen, Sozialdemokraten und Zentrum wäre dieses Programm undenkbar gewesen. Bei aller Radikalität finden sich doch auch immer wieder pragmatische Zugeständnisse, die die Frankfurter Utopie im Dialog mit der Stadtgesellschaft aushandelte. Das neue Frankfurt ist daher nicht nur eine von vielen Utopien der Weimarer Zeit, geboren aus der Verunsicherung nach dem Weltkrieg und dem Drang nach Erneuerung. Die fruchtbare Synthese aus demokratisch legitimierter Stadtverwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaftsvertretern, Kunst, Kultur und Architektur war in Deutschland einmalig. Wie viele andere Utopien blieb auch das neue Frankfurt trotz allen Pragmatismus letztendlich Fragment. Viele Ideen des Programms wurden verwirklicht, doch noch mehr blieben Visionen. Nach nur 5 Jahren wirkte die Weltwirtschaftskrise das Programm 1930 ab. Die öffentlichen Gelder für die umfangreichen Stadtreformen wurden auf ein Minimum zusammengestrichen. Und die prominentesten Akteurinnen und Akteure verließen daraufhin die Stadt. Mit der nationalsozialistischen Herrschaft wurde das Programm dann endgültig gestoppt. Das neue Frankfurt stand sinnbildlich für all das, was die Nationalsozialisten ablehnten und verachteten. Die Hetze, die sich nach 1933 über seine Vertreterinnen und Vertreter ergoss, ist unbeschreiblich. Die neuen Machthaber jagten den Oberbürgermeister und seinen Kämmerer aus dem Amt und diffamierten das neue Frankfurt in einer beispiellosen Pressekampagne. Das avantgardistische Stadtwappen wurde durch einen traditionellen Adler ersetzt, der das utopische Zwischenspiel in der Stadt so schnell wie möglich vergessen machen sollte. Dass das Naziregime die tiefgreifende Transformation der Stadt dennoch nicht rückgängig machen konnte, liegt wohl darin begründet, dass das Programm bei allem Willen zur Erneuerung konsequent dem historischen Charakter Frankfurts entsprach. Damals wie heute stand und steht die Stadt für Weltoffenheit und kulturelle Vielfalt. Das neue Frankfurt konnte nur im interkulturellen Austausch entstehen, als demokratische Utopie, die in der Stadtlandschaft ihren Kontroversen Widerhall fand. Diese Tradition fortzuführen und lebendig zu halten, begreife ich als Aufgabe und Verpflichtung. Einen besseren Rahmen für den utopischen Raum kann ich mir nicht vorstellen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Rede. Die demokratische Utopie Frankfurts, die hier sozusagen Tradition hat, fortzusetzen. Eine Utopie, die durch ökonomische Macht und Faschismus abgewürgt wurde, sie heute wieder aufzugreifen, fortzusetzen, das klingt gut, aber auch sehr anspruchsvoll. Ja. Die Chancen dafür, das will ich aber dazu sagen, stehen hier eigentlich nicht schlecht. Okay? Denn nach wie vor gibt es in dieser Stadt und nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen Teilen der Welt zahlreiche Zusammenhänge, die sich einer kritischen Gesellschaftstheorie, um an dem anzuknüpfen, was Frau Hartwig gesagt hat, festhalten wollen und sich auch nicht mit der Anpassung an die fort- oder voranschreitende Katastrophe abfinden wollen. Viele dieser Initiativen arbeiten allerdings nebeneinander her. Sie sind nicht unbedingt aufeinander bezogen. Wir wissen das, wir sehen Menschen, die sich in Genossenschaften engagieren, wir sehen Menschen, die sich für Wohnprojekte stark machen, die ein Kulturzentrum betreiben, die sich um Geflüchtete kümmern oder gegen den Waffenhandel etwas unternehmen, sich für LGBT-Rechte stark machen. Es ist alles gut, alles richtig, alles wichtig. Und dennoch leidet es oft darunter, dass es nicht aufeinander bezogen ist, dass es nicht von einem gemeinsamen Drängen auf Veränderungen getragen wird und dieses Gemeinsame auch nicht immer im Blick hat.
Um das zu befördern, um sozusagen diese vielen Initiativen auch die Chance zu geben, zusammenzukommen, wollen wir diesen utopischen Raum haben, wollen ihn als einen Ort begreifen, an dem Kooperation, Austausch stattfindet, aber auch die gegenseitige Inspiration und das Erkennen, dass man an einer gemeinsamen Sache tätig ist. Das Stadtgespräch, von dem Sie gesprochen hat, Frau Hartwig, ist eine schöne Sache. Aber damals ist es doch eins gewesen, was stark von oben als Bürgerbeteiligung sozusagen induziert worden ist. Und was wir wollen, ist eigentlich etwas, was von unten kommt. Wo Menschen sich zusammenfinden und tatsächlich ein Gespräch führen, was dann dieser demokratischen Utopie, von der wir reden, auch genügen kann. In der historischen Phase damals war das schon sehr weitreichend, aber wir können heute weitergehen. Wir können mehr machen, als sich jetzt an Bürgerbeteiligungen und runden Tischen zu beschäftigen, die alle dann am Ende doch wieder schlusslos bleiben. Ich bin sehr optimistisch, dass das gelingt, weil die Resonanz, die wir auf die Einladung zu diesem utopischen Raum bekommen haben, sehr groß ist. Es haben viele sich gemeldet und wollten mitwirken. Es waren bis zum Ende Leute, die auch gesagt haben, darf ich spontan auch noch was sagen? Und wir eigentlich zu wenig Platz und zu wenig Raum haben, um alles aufzunehmen. Aber das ist auch der Grund, warum wir es nicht bei dieser einen Veranstaltung belassen wollen. Es geht nicht um eine einmalige Veranstaltung, etwas, was, oder auch nicht nur um eine Reihe von Veranstaltungen, die wir durchaus planen und auch zu denen wir auch durchaus einladen wollen, sondern es geht um einen Prozess. Ein Prozess, der abgewürgt worden ist und der heute dringend darauf wartet, fortgesetzt zu werden, an der Tradition anknüpft. Und dieser Prozess, den wollen wir damit befördern. Wir werden in den kommenden Monaten, also nach diesem Auftakt heute, zu Abendveranstaltungen einladen. Die sind bis in den Mai hinein schon geplant und da werden einige von denen, die auch heute etwas sagen, nochmal auftauchen. Es gibt dazu ein Programm, aber ich werde morgen in dem Ausblick noch etwas mehr dazu sagen. Wir werden in den Debatten vielleicht feststellen, dass es hier und da auch noch der Analyse bedarf und dass wir möglicherweise auch noch ein bisschen Theorie brauchen. Nicht alles, was aus dem Aktivismus kommt, ist schon sozusagen da und kann das Notwendige erledigen. Wir werden deshalb heute nicht nur Ideen hören, sondern wir werden auch uns einen Bericht von einer Tagung anhören, die gerade gestern zu Ende gegangen ist. Da saßen in Jena Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus vielen Disziplinen zusammen und haben eine ganze Woche lang diskutiert über die Frage einer Postwachstumsökonomie. Wir sind heute in der Lage, hier diesen Bericht einfach zu hören und daran anzudocken, anzuknüpfen. Wir stellen also fest, dass was hier in Frankfurt geschieht, ist nicht etwas, was nicht schon bereits längst vernetzt ist, auch mit anderen Orten, anderen Prozessen. Und das macht es spannend und das macht es auch lebendig. Wir werden selbstverständlich natürlich auch das aktivistische Moment zur Kenntnis nehmen und auch darüber reden. Und wir sind sehr froh, dass Leonie Wicke, die eine der aktiven Frauen aus der Fridays for Future-Bewegung aus Frankfurt, hier sein wird und mit uns dann heute Abend diskutieren wird oder sprechen wird. Weil ohne dieses aktivistische Moment, ohne Leute, die sagen, uns reicht's, wir wollen etwas verändern, wird sich auch nichts ändern. Ohne soziale Bewegung, ohne das Drängen auf Veränderungen passiert nichts. Wir haben zwei Foren heute Abend, an denen wir exemplarisch durchspielen wollen, was es eigentlich heißt, über Utopie nachzudenken. Das eine Forum bezieht sich stärker auf das, was wir in Deutschland tun können, auf Lokales. Und da geht es um Fragen wie zum Beispiel ein ökologisches Grundeinkommen und andere Dinge, die Sie aus dem Programmheft nehmen können. Aber wir werden in einem zweiten Forum auch dann überlegen müssen, was heißt das alles für das Globale? Dieser Ort heißt utopischer Raum im globalen Frankfurt. Frankfurt ist längst vernetzt und Teil einer Weltgesellschaft, die noch der Strukturierung und der Gestaltung bedarf. Aber alles, was wir hier diskutieren, bleibt nicht ohne Konsequenz und ohne Folgen auch für das globale Geschehen. Deswegen haben wir auch ein Forum, was sich mit der Gestaltung des Utopischen im Globalen beschäftigt. Und alle Lösungen, die wir denken können oder die wir dann hinterher praktizieren wollen, die müssen entweder global sein oder sie funktionieren nicht. Das ist eine ganz einfache
Realität. Und so könnte das alte Motto der Umweltbewegung aus den 90er Jahren, Sie kennen das alle, global denken, lokal handeln, wieder zu einer neuen strategischen Bedeutung kommen. Und ich glaube, heute ist das etwas, was dringend wieder angeschaut und vielleicht um die globale Sozialpolitik ergänzt werden soll. Wir wollen beginnen mit eher dem Blick auf Grundsätzliches. Wir wollen den gesellschaftlichen Kontext von Alternativen betrachten und dann auf Haltungen und Prinzipien für ein emanzipatorisches Denken und Handeln zu sprechen kommen. Da wird uns Eva von Redeker zum Beispiel erläutern, warum die gegenwärtige Herrschaft von Profit und Eigentum durch das Prinzip der Sorge ersetzt werden muss. Die Sorge für Mensch und Umwelt natürlich und nicht die für Kursgewinne und Wachstumsraten. Zuvor werden Harald Welzer und Ilija Trojanow im Gespräch miteinander deutlich machen, wie wichtig ein anderes Narrativ ist. Eines, das ganz im Sinne der konkreten Utopie keinen Zweifel daran lässt, dass es für das Schwelgen in Dystopien überhaupt keinen Grund gibt. Mit grundsätzlichen Betrachtungen wird es dann auch am morgigen Sonntag weitergehen. Dann wird sich Peter Wagner auf die Suche machen nach einem emphatischen Begriff von Fortschritt. Und den bedarf es ja letztendlich, wenn wir an Tradition anknüpfen wollen. Wenn wir also der Auffassung sind, dass es irgendetwas gegeben hat, was wir fortentwickeln wollen, dann glaube ich, müssen wir auch über diesen Begriff nachdenken, aber dazu mehr dann morgen am Vormittag. Sie haben es dem Programm entnommen. Wir werden zweimal in den Genuss von musikalischen Zwischentönen kommen. Sehen Sie darin bitte nicht die üblichen musikalischen Untermalungen, die es bei Feierstunden gibt, also das Streichquartett, was dann nochmal in Mozart aufführt, sondern als Teil des Programms. Es geht um das Drängen, das utopische Drängen auf Veränderung, auf etwas anderes. Und das auf eine kreative Lebensweise, und das spiegelt sich auch in den Künsten, auch in der Musik und in der Zusammenstellung jetzt dessen, was wir gehört haben von Frau Hartwig, ist das ja auch erwähnt. Gell? Wir haben den großen Vorteil, dass wir hier in dem Ostport-Zusammenhang mit dem Ensemble Modern, einem der führenden Klangkörper für zeitgenössische Musik in der Welt, hier zusammenarbeiten, und wir haben die Gelegenheit, zu einer Probe zu gehen. Nicht alle von Ihnen, 100, aber immerhin so viele können dahin hingehen und teilnehmen. Wir haben Märkchen verteilt, und wer nicht gehen will, aber ein Märkchen hat, der kann es vielleicht an andere weitergeben. Das ist eine tolle Sache. Da werden die dubairischen Tänze aufgeführt. Ich sage nur so viel dubairisch deshalb, weil ein Komponist, Jörg Wittmann, ein Stipendium bekam und nach Dubai geschickt worden ist, um sich dort inspirieren zu lassen. Und was ist ihm eingefallen? Bayerische Melodien, und deswegen hat er es dubayrische Tänze genannt. Und, aber wir werden dazu auch von dem Leiter des Ensemble Modern noch eine Menge hören, der uns dann in das Programm einführen wird. Wir werden morgen dann für alle Platz haben. Morgen Vormittag geht es los mit einem Ensemble der Jungen Deutschen Philharmonie, die zwei Stücke aus einer Auftragsproduktion zum Besten geben wird, aufführen wird. Die Auftragsproduktion heißt Under Construction und beschäftigt sich mit 100 Jahre Bauhaus, also was wir auch schon gerade gehört haben. Das ist eine wunderbare Sache, passt großartig zu der Suche. Es geht um Kompositionen, die sich mit Bauhausmalern, mit Bildern des Bauhauses beschäftigen. Ich kann Sie nur ermuntern, ein Programm liegt bei Ihnen auf den Stühlen, auch dann morgen daran teilzunehmen. Wir wollen aber jetzt beginnen, darüber zu reden, wie wir Realität erzählen. Davon nämlich hängt ganz entscheidend ab, wie wir auch Realität wahrnehmen. Solange wir in Dystopien schwelgen, und das geschieht ja auch, dann wird auch unsere Wahrnehmung verändert sein. Wir werden dann vielleicht unsere Empörung bewirtschaften können, aber nicht unbedingt imstande sein, tatsächlich über transzendierende Zukunftsbilder nachzudenken, die den Weg des Handelns dann auch vorantreiben. Wenn sich etwas ändern soll, dann müssen wir die Welt erzählen auf andere Weise. Wie wir erzählen, ist von herausragender Bedeutung. Die beiden Diskutanten, die sich nun dieser Frage annehmen werden, und da vorne sitzen Sie, die muss ich Ihnen jetzt, glaube ich, nicht sonderlich vorstellen. Begrüßen Sie mit mir Ilija Trojanow, Schriftsteller, politischer Essayist, Mitglied im Kuratorium der Stiftung Medico, im Gespräch mit Harald Welzer, Soziologe, Sozialpsychologe, Publizist sowie Mitbegründer und Direktor der Stiftung Futur 2, die sich das Aufzeigen und Fördern alternativen Lebensstile und Wirtschaftsformen zur Aufgabe gemacht hat. Bitte. Die Herren.